Ja, Raymond Pinjera, wie war deine Gefühlslage heute kurz vor Mittag, wo du die Meldung gekriegt hast, dass der Arno Del Curto nicht mehr Trainer ist vom AC Davos? Ja, es war eigentlich wie ein Stich ins Herz. Also, es hat im ersten Moment recht wehtun. Auch jetzt tut es immer noch weh. Es ist schon eine riesengroße Ehre, die hier zu Ende geht. Man hätte es vielleicht ein bisschen erwarten nach dem Misserfolg in letzter Zeit. Man hat aber immer wieder gehofft, dass er es doch noch herumreissen könnte. Und ja, er hat sich für diesen Weg entschieden. Müssen wir akzeptieren und müssen einfach dankbar sein, wenn er für uns hier oben gemacht hat. Was hast du das Gefühl, wie ist die allgemeine Stimmung unter den Fans? Wenn ich heute so viel gelesen habe, ist wirklich grosse, grosse Dankbarkeit. Eine riesige Trauer ist rum. Sie sind enttäuscht, ist klar. Hat jeder alles noch in Erinnerung, was Arno geleistet hat da oben. Aber die Dankbarkeit ist schon sehr, sehr gross und man würde ihn vermissen. Hat es nie Stimmen gegeben, jetzt gerade eben bei diesen Misserfolgen, die man hatte, diese Saison, dass man mal gesagt hat, wo es wäre vielleicht besser? Mal hat es sehr viel gegeben. Also bei den Fans hat man auch mehr und mehr davon geredet, ja, ist Arno noch der Richtige? Kommt er noch an die Mannschaft her? Irgendetwas ist oder hat müssen sein, dass es so schlecht gelaufen ist, vor allem bei den Heimspielen. Viele haben wirklich gesagt, ja, das Gescheitste ist, wenn Arno jetzt geht und ein Neuanfang gemacht wird. Aber auch denen, die das gesagt haben, auch denen tut es recht weh. Was hast du das Gefühl, wie geht es jetzt weiter mit dem HC Davos rein sportlichen? Ja, jetzt ist die Mannschaft in Bringschuld. Jetzt muss die Mannschaft zeigen, dass sie eine Mannschaft sind, dass sie alles geben können nochmal für den Club und aus dieser misslichen Lage rauskommen, egal welcher Trainer das da steht. Inwiefern wird bei euch Fans darüber diskutiert, über einen möglichen Nachfolger? Ja, da werden natürlich viele Namen reingeworfen. Sechs ein Schlepper, ein Leuenberger, auch ein Christian Weber habe ich schon gehört oder ein Josef Marha. Ob es wirklich gut ist, einer, der schon viel mit dem HCD zu tun hat, weiß ich nicht. Das wissen andere besser. Aber ja, es wird viel spekuliert und einige hoffen auf einen Schlepper, einige auf einen Leuenberger. Ja, es wird sich zeigen, wer kommt. Ja. Aber das Leben geht weiter auch als HCD-Fan. Es muss weitergehen. Es ist auch immer nach diesen Niederlagen, hat man gesagt, es muss weitergehen. Es hat bei den Von Arxes schon geheißen, wenn die gehen, weiß man nicht, wie es weitergeht. Und ja, es ist weitergegangen. Jetzt muss es halt leider ohne Arno weitergehen.